Herzlich willkommen zurück hier auf Bomum TV mit dem Match SK Gaming gegen WinFact im Halbfinale des Upper Brackets. Da haben wir es. Es kommen gerade die Restarts. WinFact konnte vorhin überraschend Navi schlagen mit 2 zu 9 nach Maps und SK konnte sich gegen Subso durchsetzen. Beide jetzt im Halbfinale des Upper Brackets, genauso wie Alternate und Fnatic. Ich gehe wieder in-game, denn die Restarts sind erfolgt. Die erste Map scheint Mirage zu sein. Zeit, das Spiel noch auf Live zu setzen, auf Readmore. Und ab geht's. WinFact startet der CT. SK CT. Andersrum. WinFact startet als T. SK als CT. Da gibt's den Boost für Trace. Alu geht nicht weiter vor dort. Ich lese gerade, dass Attack die Pistol geordert hat gegen Fnatic. Danke dafür. So, wir schieben jetzt komplett rüber. Eine SK hat eine sehr B-lastige Aufstellung. Hitrides, nette Backposi. Gegen die Action jetzt kommt der House-Go. Wie viel kann Gatorade da jetzt noch machen? So, Alu macht ihn. Alu mit dem zweiten. 2 gegen 3, Bombe ist down. Haben kein Equipment, Forest macht den Headshot. So, Hanu kann die Bombe. D-Rim ist das. Kann die Bombe picken, wird da aber von 3 Mann abgezielt. Einfach auf Linie gestanden, perfekt von SK Trace. Finde ich die erste Runde für SK Gaming. Zeit, die Map noch einzutragen. Ich. So, was sind die Maps? Stehen leider nicht fest. WinFact kauft. Basic schon ein B drauf, Face macht ihn aber. So, Roman verschiebt, wollte gerade verschieben zumindest, ist dann wieder umgedreht. Granaten kommen, Fricks. Boah, schöner Schuss von Aslak, nice! Oh, schade, er war Hanus Frag. Auch direkt am Start bei Forest. Also, die Waffe kommt echt langsam in Mode wieder. Heftige Schüsse von WinFact. Oh, was kann Forest noch machen mit seiner Auk? WinFact spielt das super, bleiben wir ganz defensiv. Forest macht ihn. Den ersten, den zweiten nicht. Alu wieder. Sehr schöner Headshot 1-on-1. Aslak gegen Face. Und Aslak macht es. Sehr schön. Vor allem mit nur Deagles, keiner AK, nichts. Gewinnt trotzdem die Runde. Sehr schön von WinFact. Das ist echt spitze, wie oft wir hier Mirage mittlerweile sehen in diesem Turnier. So, ganz, ganz langsamer Aufbau bei WinFact. Haben da auch einen Push am A erwartet. Getright und Robin da aber ganz defensiv, hatten übrigens eine Deagle Echo und Trace hat eine AWP. Oh, interessante Taktik jetzt. Haben da komplett gekauft. Trace hatte, glaube ich, vorhin AWP Echo. Hat sie sich jetzt auch leisten können und muss jetzt quasi die Runde entscheiden, aber schiebt jetzt auch rüber. Timing könnte noch gerade so reichen. Bleibt jetzt einfach auf Trace, weil. Wenn er jetzt nichts macht, dann sieht die Runde schlecht aus für SK. Tracer schießt den ersten Robber, macht ihn aber. So, AWP müsste eigentlich spätestens jetzt angesagt sein. Equipment anscheinend nicht viel vorhanden bei WinFact. Boah, da gibt's einen Hit durch die Kiste. SK mit der Überzahl, D-Rim der letzte. Boah,
Und da zahlt sich's aus. Sehr schön, aber auch verschoben von Trace. Hat er genau den richtigen Riecher gehabt. Und das K.O. die nächste Runde. Zwingt eigentlich Winfect in die Eco. Aber da wird auch direkt wieder gekauft, was geht. Eine AK habe ich schon gesehen bei Alu. Nee. Wir hatten jetzt die AK. Aslak. Basic hat auf jeden Fall eine. Big Contact, Face und Forest am Start. Boah, Alu teilt schon wieder so heftig mit Eagle aus. Forest stirbt auch. Überzahl für Winfect. Trace macht noch einen. Vorteil bei Winfect. Allerdings D-Rim und Alu low HP. Macht den. D-Rim kann da über kurz kommen. 2 gegen 2 Situation. Ne, 3 gegen 2. Die Deagles sind einfach so heftig. Bombe liegt zu kurz. D-Rim kann den Diffuser machen. Sehr schöner Plant, sehr schön defensiv geblieben. Und Winfect mit der nächsten Runde. Also wieder ein krasser Schlagabtausch. Was machen die? Wo haben die denn das Geld her? Kaufen die ja keine Weste mehr oder was? Verstehe nicht, warum immer wieder Geld haben. Oh, Trace verschießt. Aber man muss da aufpassen. Headshot durch die Kiste. Allerdings mittlerweile der B-Spot eingenommen von Winfect. Robert macht jetzt auch den Hausspieler. Aslak kann sich somit auf den Spot konzentrieren, hat jetzt eine gute Posi. Unmöglich die Runde für SK zu holen, sollten auch ihre Waffen safen. Winfect geht auch schon auf Jagd langsam. Sie kriegen ihre Waffen durch und ich glaube, SK legt sich und werden wieder kaufen, was geht. Haben wir vorhin schon mal die Runde geholt mit der AWP von Trace. Und diesmal baut Winfect Richtung B auf. Trace zieht mit da oben von Döner, wird da abgesmoked, abgeflecht, kurz Rush, Fußhit an Basic, zweiten Schuss verschießt er. Forest aber erfolgreich an kurz, Forest macht noch einen. Oh, Face ist angesagt am Jail. Sehr schön. Stirbt 3 gegen 2. Vorteil jetzt nicht so wirklich dabei, Winfect. Aber Hanu versucht das gerade gut zu spielen, wenn er jetzt in die Scheune reinkommt und Trace machen kann. Allerdings muss er sich beeilen. Kurz kommt schon. Nice. Trace nicht mitgerechnet, dass da offensiv einer kommt. Scheint macht den 1-2 für D-Rim. Bombe hat er gelegt. Reload bei Get Right. Posi ist bekannt. Immer wieder die Pre-Fire-Hits. Hittet einfach nichts. 4 HP allerdings bei Robber ein bisschen unglücklich. Und wieder die Runde für SK. Ah, lol, das kann man kaputt machen. Wusste ich gar nicht. Also, es ist ja schon wieder ein super Schlagabtausch. Runde für Runde, jeweils an ein anderes Team.
Kontakt A, Go Basic Keller. Trace verschießt, Trace macht den in die Luft. Das ist ja wohl nicht wieder die Runde für Windfact. Ich sag nur noch mit einem HP. Was kann er sich jetzt für eine Pose suchen? Face kommt erst spät. Oh! Aslak macht ihn mit einem HP. Sehr schön gespielt. Hat er auch direkt drauf. So, der Spieler ist anscheinend bekannt, der Hanno. Aslak schiebt's auch gut. Ändert seine Posi. Oh, da hat er die Waffe gesehen. So, Face. Zieht da durch. Spekuliert schon drauf, dass er im Haus ist. Oh, ich glaube, das reicht. Ja, Counter-Terrorist-Win. Krass. Aber es war diffused und so wird danach hochgegangen. Das ist ein kleiner Bug in CS. Und das erste Mal hier, dass ein Team zwei Runden in Folge holt. Windfact lässt nicht locker. Nochmal Akas gekauft. Diesmal zu dritt am Marsport. Trace ist mittlerweile jetzt am B. Und das könnte entscheidend werden. Das Forest schiebt jetzt auch wieder. Face macht allerdings den Frag. Jetzt nur noch Robbern am Spot. Oh, macht leider einen. Oh, es fallen so krasse Gesichter. 2 gegen 2. Trace noch mit AWP. Bangt ihn, somit nur noch Hanno macht den ersten, macht den zweiten. Schöne Headshots von Hanno. Auch Top-Fragger hier bei Winfact. 13 zu 5 Stats, 4 zu 4. Winfact bleibt dran. Und das erste Mal, dass wir auch eine Full Eco sehen. Bei SK. Niemand deckt T-Base und sie schleichen da gerade durch. Hanno hört das nicht. Frage ist jetzt, wie lange braucht Windfact, um das zu checken nach hinten. So, Trace stirbt, sind jetzt aber schon fast an der T-Base und niemand deckt nach hinten. Aslak muss da gerade gleich mächtig aufpassen. So, jetzt sind die Steps. Ein kann Get Right machen. So, Führung für Winfect. So, da zeigt sich keiner bei Aslak. Alu kommt da unten hoch. Mit Forrest. Ah, ich glaube, Forrest hat ihn gesehen. Forrest muss da jetzt zwei Seiten decken. Wir wollen, glaube ich, boosten. Ja. Kommt der Boost. So, Forrest hat gutes Timing. Konzentriert sich jetzt auch nur da drauf. Die Frage ist, wann springt Alu rein und kommt dann eine Flash? Also jetzt ist er drin.
So, mehr Hits an Forrest ausgeteilt. Connector auch, denn Forrest hat da zu tun, muss da einfach beide Seiten decken und ist einfach überfordert. So, könnt jetzt CDBs absmoken. Sehr schönes Pre-Aim von Hanu an diese Standard-Posi mittlerweile. CDBs kann gut abgeflecht werden, somit Bombe. Safe. Und die Bombe kommt erst Mitte, aber SK safe schon. Bombe kommt jetzt erst hoch, also dauert jetzt noch ein paar Sekündchen, bis es die Runde jetzt hier vorbei ist. Winfic geht auch direkt auf die Jagd. So, nehmen dann noch einen aus dem Spiel. Drei Waffen kriegt SK durch, können somit legen und nächste Runde kaufen. Sehr schöner Start für Winfect. Der AWP Tower, hast du auch noch nie gesehen. Da läuft aber keiner hin. Ah, jetzt. Was hat die gesehen? Der Turret kommt weg. Moment, Fick deckt noch nach hinten ab. Schieben jetzt auch noch mal. Zwei bleiben im Haus. Okay, schieben doch nicht. Sollte auf jeden Fall noch ein Go-Equipment haben sie noch, haben nicht, noch nicht so viel verworfen. So, Robin wird da eigentlich blind. Jetzt gibt's ein Go, Robin muss sich wegdrehen. Ist auch blind jetzt. Muss eigentlich sterben, macht trotzdem den Frag, stirbt jetzt. Da ist immer noch einer in diesem Eck und die stehen, glaube ich, nebeneinander. Oh, die standen gerade nebeneinander die ganze Zeit. Waren wahrscheinlich beide blind. Getrad hat jetzt alle Chancen, die Runde zu entscheiden. Macht ein, macht zwei. Bratzt ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Pickt die AK. Oh, wartet sehr schön. Oh Mann. Kann Hanu die Runde noch retten? Kann er nicht. Getrad super gespielt. Witzige Situation da in diesem Eck. Getrite stand da die ganze Zeit. Terror auch neben ihm. Waren wahrscheinlich beide sehr lange blind. Und das entscheidet, hat einfach gerade die Runde entschieden. Wenn Getrite da gestorben wäre, dann keine Chance mehr für SK, irgendwas zu drehen. Also auch Fnatic, Fnatic. Auch SK bleibt dran. Schneller Kurzwasch von Windfact. Forrest mit First Trick aus dem Döner. Trace erfolgreich am B. Mit seiner MP Face auch nochmal. Ah, immer noch zwei geholt. So, Hit an Forrest. Was krass ist, selbst wenn er den Frag nicht gemacht hat, er war kurzzeitig drauf. Who's get right? Christopher's get right. His name is Christopher. Christopher Alesund oder Alesund. Was ist denn das für eine Smoke eigentlich? Ist ja wohl mehr als unnütz. Contact Go. Metroid Holz rein. Die Frags. Boah, diesmal schlechte Verteidigung am A. Weiß nicht, warum Getrad einfach reinpratzt. Weil seine Mates sterben mir natürlich auch vor ihm weg. Alu blockt schon die CDBs, kriegt einen Frag.
FaZe noch nicht mit gerechnet. Trace, letzte Spieler im Döner, ist auch bekannt und stirbt gegen Basic. Nice, 7 zu 6. Hab vergessen zu zählen. Und bei Mod Esports gegen Copenhagen Wolves ist es in die Overtime gegangen. Und Fnatic führt gegen Altnet 12 zu 3 auf das 2. So, nochmal ein AWP Tower. Hanno rastet mal kurz an der Action aus. Killt Robban. SK ist in der Eco. Hanno aber schon im Keller oben. Kriegt jetzt Probleme. Hat 3 gegen 3. FaZe allerdings. Trace meine ich. Sorry. Richtig low. B geht drauf. Gut drauf reagiert. Bombe können sie legen, legen auch nicht zu kurz. Wissen, dass die Spieler da schon dutt sind. Basic deckt gut ab vom Jail. Die Rim kommt da auch gleich von hinten über kurz. Sehr schön. Somit Halbzeit. Die Halbzeit geht schon mal an SK, an Winfect. So, nochmal kurz checken, wie es da bei Mod weitergeht. Mod holt die erste Runde. Anexis hat mittlerweile auch gegen Imba Schrägstrich Buben gewonnen. Den Team KR-Bezwinger. Ah, Basic mit so einem einzelnen Fake am B. Oh, schade, Robban macht da ein und bei dem Rest wenig Hits. Aslak verschießt da gerade ein paar Schüsse, die sind natürlich auch nicht einfach. So, letzte war auch bekannt. 8 zu 7, spannend, da geht's wirklich nicht. Sehr schöne Halbzeit, sehr, sehr, sehr schöner Schlagabtausch. Wirklich wunderschön gespielt von beiden Teams. So, nochmal ein ganz kurzes Ergebnis-Update. Shark Gaming verliert gegen Last Kings auf Tuscan 8 zu 16. Z Nation gewinnt gegen 7-Eleven. Und Alternate, haben sie die Pistol geholt? Sie haben die Pistol geholt. Steht also overall 5 zu 12. So, Restarts sind erfolgt. SK orientiert sich zum B-Spot. Trace hat eine USP bekommen. Gehen jetzt auch durch. Winfect ist sehr A-orientiert. Nur Alu aus der Scheune spottet da wahrscheinlich sogar durch das Holz. Okay, hat nur eine Seite aufgeschossen. Gehen sie jetzt runter? Ja, da kommt der Go auf jeden Fall. Wie viel kann Alu machen? Einen ersten Headshot macht er schon. Boah, guten Job macht Alu da. Super viel Schaden schon gemacht. Darf sich da jetzt nicht überrennen lassen. Schöne Flash, damit die Terrors nicht offensiv kommen können. Wie gesagt, Schaden sehr schön verteilt, aber Forest noch viel AP kann da zielen. Boah, schöner Retake. Bombe kann angefused werden. Ich glaube. So, alle tot. Kit ist am Start. Kit defused auch. Der Einzige, der ein Kit hat hier. Sehr schön. Auch, dass nicht alle Weste haben, sondern Anne auch ein Kit. Neunte Runde für SK. Ach, was sage ich denn immer? Neunte Runde für Winfect natürlich. SK die Bombe gelegt, haben einen Frag. Eine Waffe könnten sie legen. Macht Trace auch. Mit einer AK nur, das wird ganz schwer jetzt. So, wer hat die Waffe bekommen?
Wer hat die Waffe bekommen? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Da, Face hat sie. Boah, die High sitzen gut. Über 100 HP schon Schaden gemacht. Jetzt gibt's den Go. Face muss der jetzt was machen mit der AK. Hat am Kerrigan auch schon gespottet. Kriegt die Hits. SK kommt auf den Spot. Boah, wichtiger Headshot von der CT Base, von Aslak. Ich will ihn gerade hervorheben, aber so richtig hervorheben kann man keinen bei WinFact. Die machen alle einfach ein Top-Spiel. Hitten alle extrem gut. Spielen wirklich gut zusammen. Lassen SK hier keine Chance und eben angesprochen, also nur eine AK. Das ist zu wenig, wenn man da kauft. 8 zu 7. SK legt jetzt auch noch Full Spar ein. B wird von DRAM und Alu gedeckt. Was ist denn DRAM? So, ging aber im Keller hoch. Das ist die Waffe von Aslak. Schöner HE. Nice. Nächste Runde für WinFact. So, jetzt die erste Full Crit für SK. Und WinFact traut sich direkt was. Nimm da die Mitte ein mit einer Flash. So, können jetzt Mitte ausschließen. Am A-Spot allerdings nur Basic Defensiv. Aslak hat die AWP, wird jetzt ins Haus spotten. Wird da gleich Kontakt haben. Und Problem ist, wenn sie jetzt A raufkommen. Was sie ja tun. Hanno kommt hinten. Jetzt müssen sie mal endlich schieben. Alu und DRAM müssen da jetzt rüber. Gute Gegenflash von Aslak jetzt. Die delayt das ganz gut. Nice. Schöne Runde von Aslak bisher. Bombe kann allerdings schon gelegt werden. Aslak wird weggeflasht. Ich weiß nicht, warum der B-Spieler so lange dort bleibt. Aber Hanno kommt von hinten und das entscheidet die Runde. Hat dann Free Frag. Forrest, der letzte Spieler an den Volkes. Nice. Geile Runde von WinFact. Schöne Runde von Aslak vor allem. 4 zu 0. Und WinFact ist echt richtig gut drauf. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Laufen wir ohne Lürpes auf. Der an dem Turnier nicht teilnehmen kann. Und liefern ja trotzdem so ein unglaublich souveränes Spiel ab. Haben eben schon Navi 2-0 ins Lower Bracket geschickt und stehen jetzt kurz davor, die erste Map gegen SK zu gewinnen. Dieses offensive Spiel, das ist einfach unglaublich krass. Von WinFact. Schon wieder First Track. Hanno, sehr schöne Gegenflash. Hanno noch im zweiten. Hanno nicht mit dem dritten. Forrest. Aslak verschießt, aber Basic macht ihn vom Spot. Fünfte Runde in Folge. 13. Runde overall. Keine Bombe gelegt. Nicht allzu viel Geld vorhanden bei SK. Müssen da jetzt auch überlegen. Und sie kaufen. Ganz wichtige Runde. Wenn sie die verlieren, kriegen sie zwar wieder so 3-4, 3-5 dazu. Aber haben jetzt schon fast alles ausgegeben. Also müssen alles ausgegeben haben. So, übrigens hier der Bang. Und über den Keller auf. Aber Aslak ist einfach so dreist offensiv. Trace macht immer den Refrag. DRAM noch an kurz. Oh,
Alu spottet am B rein. Ab und zu hat er also ganz gut Kontrolle und geht zum B. Alu und D-Ram jetzt die Spieler, auf die es ankommt. Das schon rechts. Unglücklich für Alu, aber auch nicht ganz so gut gespielt. So, da hinten ist gedeckt. Flash kommt. D-Ram hier kurz das Duell. Trace gewinnt es. Sollten jetzt ihre Waffen sparen oder halt noch so viele Waffen, wie es geht, mit in den mitnehmen. Krasse Runde. Und da ist die erste Runde für SK Gaming. 5 zu 1. So, ich hole mir nochmal ganz kurz das Ergebnis-Update. Alternate 8 zu 13. Die nächsten geilen Matches. EST gegen Anexis. Das kann auch richtig gut werden, vor allen Dingen auf Mirage. Wieder eine A-lastige Aufstellung bei SK. Bombe ist. Okay, die Bombe. Man hält sich die Option offen. Aber Alu ist super weit vorgepusht. Hatte geile Kontrolle jetzt. SK schiebt über den Keller. D-Rim, was macht er jetzt an Kurz? Er ist im Mini-Döner drin. Gute Position. Wird häufig jetzt auch gespielt. So, gibt es den Boost. D-Rim kann da unten reinziehen und wird den Spieler gleich sehen. So, jetzt. Oh, das verrät er sich. Wird jetzt auch gehört. Alu hat den Frag am B gemacht, deswegen schiebt D-Rim auch. So, Robban macht den Frag am B. D-Rim ist dort. Forrest hat allerdings die Mitte, wird er gleich einen Refrag an Hanno machen, der wahrscheinlich über die Mitte schieben will. Oh, kann gelegt werden, aber Aslak. Oh, Gitschwalte. So lässt sie sich da fischen. Oh, anscheinend ist Posi von Forrest bekannt. So, Spitz ist jetzt bekannt und Forrest macht den Volt da von hinten kommen. Schön. Mein SK Gaming wird jetzt kein Geld haben. Selbst mit der gelegten Bombe nicht. Er wird trotzdem gekauft, was geht. Zwei AKs, eine Deagle. Ähnlicher Aufbau bei SK jetzt. Und Aslak zieht wieder unten rein. Ah, schade, jetzt macht das nicht so lang. Aber SK ist nicht dumm, läuft da nicht nochmal rein. Boah, Forrest kriegt allerdings Fußhit ab. HE hat nicht gesessen. Aslak einfach immer weiter offensiv. Immer weiter am Up-Aim. Kann da alles Mögliche ansagen, dass die Mitte frei ist, mit gerade eine Flash kam. Smite Anu auch erfolgreich vom Kerrigan aus. Aslak mit der AWP. Ist es schon die letzte Runde? Ne, die vorletzte. Ah, schönes Teamplay. Wird geflasht für Hanno. Und Forrest in der Action. Keine Bombe. Wird schon zwei AWPs abgeaimt. Viel Spaß, Forrest. Ja, eine wird schon hitten. Siebte Runde. Somit das Draw Safe. Ich glaube, es leckt gerade ein bisschen. Zu 8. Wer hätte das gedacht, dass SK solche Probleme hat? Schaut euch das mal an. SK geht zum B und Windfact hat den richtigen Riecher. Wissen auch selbst, dass SK sehr wenig Geld hat. Und
am A-Spot gegen zwei AWPs einfach super wenig Möglichkeiten, dann da rauszukommen. Moving Go gibt's. D-Rim flecht gegen. Frag Reflect von Alu. Wie viel kann D-Rim machen? Schlechte Pose von ihm, aber Aslak ist ja noch da. Ist er in den Keller schon reingepusht? Kann von hinten kommen gegen Flächen. Hey, kommt auch auf Spot. Aber jetzt mit Doppel-AWP der Retake. Nice. Schön Aslak Waffe gewechselt. Posi am von Face anscheinend auch bekannt. Da kam die AE. Face gegen Aslak. Und Aslak macht es. Sehr schön. GG. Erste Map geht an Winfect. Krass. Respekt. Respekt, Respekt. Und ich freue mich auf die zweite Map. Ich schaue nochmal kurz, ob die schon feststeht. Ja, zweite Map ist D-Train. Somit noch mehr AWP-Action von Aslak, Trace und Hanno. Wir sehen uns in 5 bis 10 Minuten wieder. Bleibt dran hier auf WOMU TV. Bis dann.